Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen, naja, da drüben aufgeräumt haben und hier weitermachen wollten, ist uns da aufgefallen, dass da um die Ecke ein großer Bär sitzt. Und diesen Bären würde ich jetzt gerne erlegen. Es ist halt ein legendärer Gegner. Also ein Boss, kein Boss, kein legendärer, es ist halt ein starker Gegner. War allein der Tatsache geschuldet, dass die Raider hier nebenan mit dem gewohnt haben. Wo ist der hin? Auch auf Warnschüsse reagiert er nicht? Das ist ungeil. Er ist in der Richtung weggegangen, das weiß ich. Und ich muss hier lang. Mit ihm gerade saß er hier um die Ecke. Als ich es erstmal gesehen habe. Also. Obwohl, wenn er jetzt hier sitzt, dann kann ich eigentlich da lang abhauen, ne? Er hat sich quasi wieder hingesetzt. Obwohl, kann ich dich da verlocken? Er reagiert auch nicht darauf, ne? Naja, er wird nicht kommen, okay. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir jetzt mal runter zu dieser, ich sag mal, Seebühne hier. Weil da sind auch ein paar Missionare. Aber wir sind immer noch auf der Suche nach dem schwarzen Teufel. Das ist jetzt so Radio Trinity Tower. Hilfe! Oder Mayday! Oder was immer man über Funk so sagt. Ich heiße Rex Goodman. Ich werde in der Spitze des Trinity Towers gefangen gehalten. Ich glaube, die Supermutanten wollen mich bald fressen. Ich setze diese Nachricht auf Wiederholung. Oh, Scheiße! Ich muss Schluss machen. Da kommt einer der Mutanten. Hilfe! Oder okay. Eine neue Aufgabe. Wir kriegen immer weitere neue Aufgaben. Ich komme in Frieden. Hey. Willst du was über unsere Bewegung erfahren? Bewegung? Du bist Teil einer Bewegung? Das ist richtig. Es hat mein Leben verändert und kann auch deins verändern. Du solltest mit Bruder James reden. Er kann dir alle Einzelheiten erklären. Bruder James. Aber er scheint auf jeden Fall erstmal keine bösen Leute zu sein. Amphitheater am Charles-Aussichtspunkt. Was ist denn hier los? Sieht alles so gut aus. Missionär. Bruder James. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Bisschen. Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Warum fragst du? Warum fragst du? Denn wenn du solch ein Mensch bist, ist das der richtige Ort, Nächster. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte, dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Worum geht es denn? Um was geht es in eurer Bewegung? Schön, dass du das fragst. Unsere Mission ist nichts Geringeres, als das gesamte Commonwealth zu verändern. Leben für Leben. Vielleicht hast du mal in Bildern oder Geschichten erfahren, wie das Leben vor dem großen Krieg war. Vielleicht hast du dich gefragt, warum kann es nicht wieder so sein? Tja, Nächster, ich sage dir, dass es möglich ist.
Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Den Versuch bist du dir schuldig. Fragen. Ich habe erst noch einige weitere Fragen. Natürlich. Und ich bin hier, um sie zu beantworten. Schieß los. Anforderung. Was muss ich tun, um der Bewegung beizutreten? Das ist das Schöne daran, Nächster. Du musst nichts tun, nur im Geist bereit sein und dein Herz für die Möglichkeiten öffnen. Hast du sonst noch Fragen, bevor wir anfangen? Wenn ich es mir anders überlege. Und wenn ich es mir später anders überlege? Es gibt absolut keine Verpflichtungen. Aber glaub mir, wenn du siehst, wie sich dein Leben ändert, willst du nicht mehr gehen. Ob du es glaubst oder nicht, noch nie hat uns eine Säule verlassen. Nicht viele Gruppen wie unsere können das von sich behaupten, oder? Hast du sonst noch Fragen, bevor wir anfangen? Eure Bewegung. Um was geht es in eurer Bewegung? Unsere Mission ist nichts Geringeres. Vielleicht hast du mal in... Okay, das kennen wir schon. Hast du sonst noch Fragen? Keine weiteren Fragen. Ich habe keine weiteren Fragen. Gut, dann bist du hoffentlich bereit für deinen ersten Schritt in ein neues Leben als eine Säule der Gemeinschaft. Nein. Keine Chance. Tut mir leid, das zu hören. Ein Nein kann ich aber nicht akzeptieren. Sobald du die Vorteile des Lebens als Säule erkennst, wirst du bestimmt verstehen, was ich meine. Hier entlang, Nächster. Ich sagte Nein. Ich freue mich immer, neue Mitglieder willkommen zu heißen. Ich habe einen ganz scheiß... Ich weiß es nicht. Ich werde mir mal hier einen Safe Space setzen. Was ist meine stärkste Waffe, die ich habe? Ausweich der Fatman. Na, der rechtmäßige Arsch hat 26, würde ich sagen, ne? Sparschweinmine. Was ist der Mine gewesen? Gott. Ja, wobei Sniper könnte ich auch nutzen. Ja, geht, der ist ganz geil. Nicht so schüchtern. Komm. In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann weihe ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Stufe ein. Ich geb dir garantiert ja nichts. Ich bin doch kein Idiot. Du hältst mich sicher für einen Idioten. Aber du bist doch hergekommen, oder? Du hast zwei Möglichkeiten. Gib mir alles, was du hast. Oder wir nehmen es uns. Ich werde jetzt gehen. Deine Entscheidung, was du dagegen tun willst. So funktioniert das nicht. Dann ist mir egal, was du willst. Was will ich tun? Kronkorken, Patrone. Das ist alles bloß Anwärter, ne? Ich
Es kann jetzt sein, dass ich mir vielleicht doch was ganz Kleines damit... Verdammt! Wo bist du hin? Oh, hier könnt ihr euch alles klauen. Hier ist ja keiner mehr. Keine Ahnung, was ihr für Typen gewesen seid. Und was ich mit euch generell jetzt machen können. Ist vielleicht schon wieder alles vorbei. Es ist vorbei. Oh nein. Jetzt ist es vorbei. Ich meine, ihr habt hier bloß in diesem Ding gehaust. Oh, diese komischen Sekten, Alter. Golduhr, Haarklammerbox, Kronkorken. Ein Gehstock. Eine Mini-Atombombe, jawohl. Übrigens, was nehme ich auch mit? Sektoren-Outfit, Landarbeiterkleidung. Sonnenbrille. Grüner Lumpenhut. Normale Brille, Sonnenbrille, Pilzhut. Ihr habt doch einfach bloß die Leute abgezogen. Eieieiei. Gibt's ja wohl. Also ich glaube, hier hätte ich definitiv nicht mitmachen wollen. Und ich suche jetzt weiter meinen schwarzen Teufel. Hier ist eine Red Rocket Station. Again. Red Rocket Station. Station. Oh, eigentlich will ich auch nichts sammeln. Wieder ein überfälliges Buch. Naja. Erinnert dich daran, dass ich hier gar nicht sein will. Wo war denn da die Falle? Ach da. Vögel, Gott. Wie weit ist es noch? Ziemlich weit. Pass mal auf, ich werde mich doch von der Seite aus den Weg weiter begeben. Nicht einfach mal schnurstracks hingehen, sondern ein bisschen einen Bogen machen. Ein Support an weniger der Welt. Ich sollte wirklich aufhören, Leute abzuknallen, die einfach irgendwo umstehen. Ich muss aufpassen, hier können überall Meyerlocks sein, ne, und so weiter, drum und dran. So, er hat auf jeden Fall Fatman, will ich haben. Fatman ist gut, man.
Brennstoff. Schlafsack. Was machen Raketenwerfer allgemein? Und eine Planke. Nice. Sorry. Da ist ein Schützturm. Da sind mehrere Leute. Eieiei. Was ist da so? Ich nichts. Bisher. Na ja, gut. Das wäre so eine Station. Ich kann nicht echt an jeder verdammten Ecke mein Haus, Dude. Aufleveln. Ist das eine Instanz oder ist das ein Gebäude, wo ich so rein kann? Kirchengemeinde, heilige Mission. Ja, nee, da will ich jetzt nicht rein. Da gehe ich jetzt nicht rein. Das ist eine Runde. Eine Runde Dingsbums, okay, alles klar. Hier ist das Polizeirevier anscheinend. Eins der Reviere. Krabbelt da ein Zombie raus. Cool. Ah, zwei. Warum auch nicht? Noch weit weg vom Ziel. Was das gemerkt wird. Wo ist der Kumpel noch da? Oder ist das was? Diamond City Sicherheit?
Ah, lol, ich bin bei Diamond City in der Nähe. Das ist Diamond City hier rechts. Stimmt. Hallo. Du suchst Diamond City? Folge einfach den Schildern. Oh, lol. Mir ist es wirklich aufgefallen, dass ich bei Diamond City in der Nähe bin. Okay, das ist gerade wie Gas. Ich habe darauf geachtet, dass ich bei Diamond City bin. Okay. Das ist interessant. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich bei Diamond City bin. Stadtbibliothek Boston. Leuchte Red Kakerlake. Das achte Revier. Eine Haarbürste. Achte wir Beweismittelterminal. Aber schönes Fallaufzeichnung. Winter Holobad Aufzeichnung. Okay. Julians Aufzeichnung. Ein Foto von Mr. Julians auf einem ungeschützten Fahrzeug stehend aufgenommen am Tatort. An der Datenkammer, okay. Wir besiegen New York. Okay. Hausauszeichnung trinken in der Öffentlichkeit. Zwei Flaschen Edeltropfen Bourbon leer. In den Müll geworfen. Schade. Diebstahl. Eine Geldbörse mit Ausweis Eigentum von Mrs. Grant Upton Quincy zurückgegeben an Mrs. O'Brien. Eine Brieftasche mit Kreditkarten Eigentum von Mr. Jeffrey Knox. Okay. Die Winterholoband 8. Wir haben mehrere Winterholoband-Dinger, ne? Das könnte später, glaube ich, ganz geil werden. Aber hier gibt es halt nicht viel mehr zu tun. Na ja, gut, ist halt nur so ein kleines Nebenresidium, ne? Aber nichtsdestotrotz will ich jetzt trotzdem den schwarzen Teufel haben. Komm, was wolle. Seid ihr. Mrs. Sumner. Mrs. Donoghue. Okay. Mr. Parker. Miss Rosa. Die Frage, wie habt ihr da gerade zerfleischt? Der Miss Parker. Bist du? Habt ihr gerade Vader zerfleischt?
Hab doch. Oh gut, um die ist es jetzt ein Schade, bin ich ehrlich. Safe-Knackers. Vergrößert den korrekten Bereich beschlossen von Nehme ich. So. Es ist mal nie gut, den Schüssen von Maschinen anzubringen. Entschuldigung? Diamond City ist der beste Ort, an dem man leben kann, ich sag's dir. Du hast die richtige Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Wenn du das sagst. Wenn du es sagst. Naja. Gut. Muss ich auch hier lang irgendwo durch? Ich will jetzt mit diesem Sendeturm. Ist mir scheißegal. Wir werden jetzt sehr viel überspringen, skippen. Wir werden definitiv auch ein anderes wieder herkommen. Aber wir sind jetzt fast beim Sendeturm. Okay, Expertentür. Ready, 20.000 Stück verloren. Ja gut, die Aufgabe haben wir ja schon. So, jetzt lassen wir mal ganz kurz die Innenstadt von Boston da. Aber da fahren wir in der Nähe von Diamond City, Alter. Das habe ich echt nicht für voll genommen, ne? Das habe ich echt nicht für voll genommen. Und ich sehe gerade meine Lesemaskette ist fast alle. Ja, dann werden wir mal zurück zur alten wechseln. So, hier wieder irgendwelche Leute. Hier ein. Wieder unten. Dennenturm USC. Ne, 0SC527. Maul rausraten. Okay. Dann Brutmutter auch noch. Ja, ich hab doch geheilt. Verdammt. Hallo. Bin ich jetzt hier? Ist mich. Oh Gott, bin ich am Einwald entfernt. Ach, verdammt. Ja, nee, okay. Ja, okay, ich bin sehr weit zurückgefallen.
Gut, alles klar. Damit hat sich das hier erledigt. Wir werden uns dann wohl doch erst in der nächsten Folge dahin begeben und da sehen. Ja, ich bin jetzt so weit zurückgefallen durch den Tod. Das war doof. Und wer ist schuld? Da oben, du. Das Ding. Jetzt habe ich mehr Schaden gemacht. Ach, leck mich am Arsch. Okay, alles gut. Ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert. Ich habe es versucht, hat nicht geklappt. Sag mal, will mich heute alles tot sehen? Will mich wirklich alles tot sehen? Heute ist vorbei. Da ist nichts mehr. Hier ist alles vorbei jetzt. Ich bin noch schon ganz kurz. Und dann gehe ich zurück zur Straße. Bist du? So. Hier bleiben wir jetzt. Und hier gehen wir in die nächste Folge weiter. Ich sag danke für das dabei sein und fürs Zuschauen. Und ja, in der nächsten Folge begeben wir uns noch mal kurz dahin. Und dann hoffentlich ohne Maulwurfsratten. Wenn man nicht zwischendrin speichert. Ich sage danke fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Und sage bis dann und ciao.